Im Laufe eines Lebens verändert sich der Körper des Menschen zusehends. Die Haut, unser größtes Organ, bekommt Falten und verrät so durchaus das Alter. Doch selbst bei Verletzungen ist die Haut in der Lage, sich recht schnell zu regenerieren. Die Blutgefäße unterliegen im Laufe des Alterns ebenfalls Veränderungen. Es kommt zu Versteifungen und zu Verkalkungen der Arterien. Die Folgen sind Gefäßverengungen und Verschlüsse. Bei veränderten Venen kann der Rückfluss zum Herz gestört werden. Um all diese Krankheitsbilder kümmern sich die Spezialisten der Angiologie und der Gefäßchirurgie. Also wir führen ja hier in Radebeul ein interdisziplinäres Gefäßzentrum. Das besteht aus zwei Fachbereichen, nämlich der Angiologie und der Gefäßchirurgie, die letztendlich in den letzten Jahrzehnten zusammengewachsen sind. Wir sprechen heute über eine gesamteinheitliche Gefäßmedizin, weil der Patient ja im Ganzen betrachtet werden muss mit all seinen Erkrankungen, die zusammenspielen und nicht nur bestimmte Erkrankungen herausgenommen werden können, um diese dann zu behandeln. Daher auch unser Behandlungsansatz hier. Wir arbeiten hier eng mit der Angiologie zusammen, die durch Herrn Schwarz-Fuß geleitet wird. Insofern, dass wir hier eine gemeinsame interdisziplinäre Gefäßstation haben, wo wir die Patienten gemeinsam visitieren, in gemeinsamen angiologischen Konferenzen über die Therapie des Patienten beraten und dann entsprechend Absprachen treffen, ob der Patient entsprechend interveniert, konservativ oder chirurgisch behandelt werden muss. Diese Herangehensweise stellt die Grundlage der gemeinsamen Arbeit in der Gefäßmedizin dar. Bei uns ist es so, dass wir das gesamte Spektrum der Gefäßmedizin ab der Aorta descendens anbieten, mit Versorgung von Aortenaneurysmen, sowohl thorakal als auch abdominal. Dann die ganze Palette der Arterienchirurgie, was Bypasschirurgie anbelangt, aber auch dann die gesamte Schiene der venösen Therapie, das heißt also endovenöse Verfahren zur Varizentherapie, aber auch die operative Varizentherapie. Durch diese interdisziplinäre Arbeit ist es möglich, den Patienten zu helfen, egal mit welcher Gefäßerkrankung sie nach Radebeul kommen. Also im Bereich der interventionellen Gefäßtherapie halten wir hier in Radebeul ein sehr, sehr breites Spektrum vor. Also wir sind nicht nur in der reinen Arteriologie, also sprich in der Behandlung der Becken-Beingefäße etabliert, sondern wir behandeln auch Erkrankungen der Hirnschlagadern, Erkrankungen der Nierenarterien, Erkrankungen der großen Bauchschlagadern. Zusätzlich führen wir für andere Fachrichtungen auch noch interventionelle Serviceeingriffe durch. Wir behandeln also auch im Rahmen von verschiedenen Embolisationsverfahren, zum Beispiel bösartige Tumoren der Leber oder auch gutartige Tumoren im Bereich des kleinen Beckens, sprich Myome bei Frauen oder die Prostata-Hyperplasie bei Männern. Auch das sind Verfahren, die mittlerweile einer interventionellen Therapie zugänglich sind. Die bieten wir hier an. Elementarer Bestandteil des gemeinsamen Handelns sind die gemeinsamen Visiten, aber auch die Sprechstunden. Also bei uns ist es so, dass unsere Sprechstunden entsprechend über die ganze Woche verteilt sind. Die werden sowohl durch Angiologen als auch Gefäßchirurgen im gleichermaßen durchgeführt. Dort wird die Indikation gestellt, entsprechend ob eine Therapie erfolgen muss. Dann wird der Patient aufgenommen und in der gemeinsamen Visite wird entsprechend dann festgelegt, je nach Erkrankung, nach Lokalisation der Erkrankung, welche Therapie dann für den Patienten am besten geeignet erscheint. Und dann wird entsprechend die Intervention durchgeführt oder die Operation. Manchmal sind das auch Kombinationen oder nachfolgende Behandlungen, sodass der Patient erst interveniert wird und in zweiter Sitzung operiert werden muss, um ihn dann bestmöglich zu versorgen. Und die Physiotherapie wird jetzt fleißig mit den Üben, dass sie schnell wieder mobil sind. No? Gut. Ja, haben wir gesprochen. Genau. Gut, dann alles Gute für heute. Abhängig von der Art der Erkrankung differiert die Aufenthaltsdauer der Patienten. Hängt ganz formal von der Erkrankung und von der Schwere der Erkrankung ab. Es gibt sogenannte Serviceeingriffe, das heißt Interventionen, die heutzutage fast ambulant stattfinden können, beziehungsweise mit 1 bis 2 Tagen Aufenthalt. Das ist natürlich sehr bequem für die Patienten, da eine lange Krankenhausaufenthalt, wie das früher üblich war, da nicht mehr notwendig ist. Es gibt aber auch langwierige Erkrankungen, die entsprechend dann sich über Wochen auch hinziehen können. Beispielhaft für die vielen unterschiedlichen Operationsmöglichkeiten steht die Verschlusskrankheit, die im Katheterlabor behandelt wird. Wir würden zuerst in diesem Falle, weil der Patient auch noch den Verdacht hat auf eine Verengung der Nierenschlagadern. Zieh mal raus.
und auch einen sehr schlecht eingestellten Bluthochdruck hat, noch eine Darstellung der Nierenarterien gleich mitmachen, ob da auch noch ein behandlungsbedürftiger Befund vorliegt. Wenn das so wäre, würden wir den Patienten dann nochmal zu einer zweiten Intervention einbestellen. Also wir haben gerade einen Eingriff im Katheterlabor gesehen bei einem Patienten, der eher ein Sonderfall einer sogenannten peripheren arteriellen Verschlusskrankheit hat. Die periphere arterielle Verschlusskrankheit spielt sich zu 90% im Bereich der Becken- und Beinarterien ab. Bei dem Patienten war die Lokalisation im Bereich der Schulterarmarterien. Das macht so ca. 10% unseres Krankengutes aus. Es war halt ein Patient, der Schmerzen und Schwächegefühl in der linken Hand hatte bei körperlicher Arbeit und verbunden mit einer Schwindelsymptomatik. Also hier haben wir jetzt die Verengung der Anschlagader, ja? Nicht mehr atmen, nicht bewegen, nicht mehr atmen, nicht bewegen. Hochgradige Verengung, ne, an der Nierenschlagader. Bedingt war das Ganze durch eine hochgradige Verengung, die wir durch eine direkte Stent-Implantation behoben haben. Das Ergebnis war sehr gut. Der Abfluss des Kontrastmittels zeigte sich deutlich schneller als in den Voraufnahmen. Und auch die Hirnversorgung der Arterie, die zum Kleinhirn zieht, kam wieder zur Darstellung, sodass wir davon ausgehen, dass der Patient, wenn er sich jetzt wieder belastet, seine vorherigen Beschwerden nicht mehr haben wird. Und was wir auch sehen, die Schlagader, die hier hochzieht, die versorgt das Kleinhirn. Die war vorher durch die Verengung, weil nicht genug Druck drauf war, hat die sich gar nicht dargestellt. Die kommt jetzt also wieder komplett zur Darstellung. Das war nun ein relativ simpler Fall. Herr Elvers ist ja im Vorfeld schon darauf eingegangen, dass wir also durchaus Patienten haben, die hier nur eine Nacht bei uns verbleiben. Das wäre so ein, oder das ist so ein Patient, der hier wirklich nur stationär aufgenommen wird für diese Intervention, eine Nacht bei uns verbringt, zur Nachbeobachtung am nächsten Tag uns wieder verlässt. Wir haben aber, wie gesagt, auch Patienten, die zum Teil eben noch eine aufwendige Wundversorgung benötigen oder auch mehrfache Eingriffe, die dann zum Teil auch manchmal bis zu 14 Tagen und auch länger da sind, wobei man klar sagen muss, dass diese Patientengruppe tatsächlich in der Minderheit ist. Also in der Regel haben die Patienten einen Aufenthalt von 2 bis 4 Tagen. Und der Vorteil der minimalinvasiven Schiene ist halt, dass man, um ein solches Spektrum vorzuhalten, nicht unbedingt ein Krankenhaus der Maximalversorgung braucht. Diese Verfahren sind lediglich daran gebunden, dass man A, ein geeignetes Röntgengerät hat, sprich ein hochwertiges Angiografiegerät, und B, dass man eben entsprechende Interventionalisten am Haus hat, die diese Expertise haben und mitbringen und auch an Kollegen, die in der Ausbildung sind, weitergeben können. Wir haben, und das ist ja ein großer Vorteil dieser interventionellen, minimalinvasiven Verfahren, wir benötigen also in der Regel keine aufwendigen Narkoseverfahren und wir bedürfen auch keiner aufwendigen intensivmedizinischen Nachbetreuung, sodass man diese Verfahren eben auch sehr gut an einem Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit der gleichen Qualität wie einem Maximalversorger anbieten kann. Natürlich stehen auch deutlich aufwendigere Operationen auf dem Plan. So zum Beispiel ein recht neues Verfahren zum Einsatz eines Herocrafts. Immer mehr Menschen in Deutschland sind auf die Blutwäsche angewiesen. Die Dialyse-Schandchirurgie ermöglicht den hierfür erforderlichen Gefäßzugang. Für die Dialyse wird ein dauerhafter, leicht zugänglicher und entzündungsgeschützter Zugang zum Blutkreislauf benötigt. Die Venen des Menschen sind von Natur aus nicht dafür geschaffen, die erforderlichen Blutmengen bei einer Blutwäsche zugänglich zu machen. Deshalb werden sogenannte Shunts eingesetzt. Über längere Zeiträume können sich diese Zugänge verschließen, sodass die lebensnotwendige Dialyse nicht mehr möglich ist. Im Elbland-Klinikum Radebeul wird in diesem Fall ein Herocraft eingesetzt. Diese Operation, die nur an wenigen Kliniken ausgeführt wird, leitet hier Chefarzt Robert Elfers. We need this guy and the white one. And Der aktuelle Patient leidet unter beidseitigen zentralvenösen Verschlüssen. Die Operation erfolgt in Rückenlage. Der Zugang erfolgt in der Leiste des Patienten. Ein spezieller Draht durchquert unter Bildverstärkern durch den rechten Vorhof des Herzens fast den gesamten Körper. Weiter.
Durch das Geschick des Operateurs erreicht der Draht seinen Austrittspunkt. Diese Austrittsstelle fungiert im nächsten Schritt der OP als Einstichstelle für den Chirurgen. Durch den Draht ist nun der Weg zurück ins Herz vorgegeben. An der Einstichstelle wird eine Schleuse eingesetzt. Jetzt ersetzt der Operateur den Seldinger Draht durch einen steifen Draht. Nun kann das Standcraft-System tief in den rechten Vorhof geführt werden. Es erfolgt noch einmal eine Kontrolle mit dem Bildverstärker. Die Craft-Spitze ist exakt in der Vorhofmitte positioniert. Nach einer Fixierung der Lage kann der Verschlussstopfen aufgesetzt werden, um Blutverluste zu vermeiden. Anschließend wird eine Hilfsöffnung zur Tunnelierung des Standcrafts durchgeführt. Nun wird unter Schonung der Nervenstränge und Muskulatur die Haut oberhalb der Ellenbeuge geöffnet, um die Prothese unter der Haut zu tunneln. Die Prothese kann entsprechend in ihrer Lage fixiert werden. Nach einer angiografischen Kontrolle der Standcraft-Lage kann das System eingekürzt und mit der Shunt-Prothese verbunden werden. Nach gründlicher Kontrolle kann der Blutstrom freigegeben werden. Die Hautöffnungen werden vernäht. Nach dem Aufwachen kann der Patient gleich an die Dialyse, da der Shunt sofort punktiert werden kann. Lediglich der operierte Arm sollte 10 Tage bis zur Entfernung der Fäden geschont werden. Die Operation war die einzige Möglichkeit, um dem Patienten seine lebensnotwendige Dialyse zu ermöglichen. Es ist ein eher seltener Eingriff. Chefarzt Robert Elfers hat sich dennoch mit dem Thema befasst, weil durch den Anstieg der Patientenzahlen mit Dialyse auch die Anzahl der Shunt-Verschlüsse zunimmt. Für die betroffenen Patienten ist der Einsatz des HeroCraft lebensrettend.